Ja, ganz viele tolle. Nein. Zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und guckt mal, wer hier ist. Hallo! Hallo, wer kann das sein? Meine liebe Freundin Tara ist heute zu Gast bei mir, hier auf dem Kanal und auch bei mir zu Hause, denn wir feiern heute meinen Geburtstag nach und Tara und auch die liebe Heidi sind zu Gast bei mir. Kanäle verlinke ich euch in die Infobox. Und ja, Tara und ich haben uns gedacht, wir drehen ein Video für euch. Genau! Wir drehen ein Dupe-Video. Wir haben 4 Dupes auf ihrem Kanal, euch vorzustellen. Ja. Und wir haben 5 Dupes auf ihrem Kanal. Das Video und auch Taras Link findet ihr natürlich in der Infobox. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Produkt. Wir haben hier einmal High Beam von Benefit. Das ist ein flüssiger Highlighter, den gibt es schon Ewigkeiten irgendwie. Und ich glaube, jedes Mädchen kennt High Beam. Und dazu hat Sandy ein Dupe. Ja, und ich möchte High Beam schlagen mit dem Produkt von Miss 7 und zwar Night Glow. Hm. Und wir machen jetzt mal den Test, ob das ein Dupe ist. Optisch sehen sie echt gleich aus. Ja, absolut. Ja. Also in der Flasche sehen sie schon komplett gleich aus. Okay, Applikator ist eigentlich auch der gleiche. Ja. High Beam ist ein bisschen größer in allem. Okay, und meiner ist so ein bisschen mehr rosa. Deiner ist mehr weiß. Genau, meiner ist mehr Perlmutt-weiß. Ja, genau. Deiner ist mehr rosa und ja, auch transparent. Ja, aber lange nicht so viel Glow. Ja. Guck mal. Aber vielleicht habe ich ein bisschen mehr ja. Produkt. Mach nochmal. Okay, lange nicht so viel Glow wie der hier. Okay, ich würde sagen, diese Runde geht an Tara. Okay, dann bleiben wir gleich bei Highlighter. Ich möchte Tara jetzt schlagen mit dem Essence Pure Nude Highlighter, denn der soll ein Dupe sein zu MAC Soft & Gentle. Ich habe ihn hier, aber er ist einmal hingefallen und direkt zerbrochen. Das finde ich bei diesen Baked Blushes und Highlightern und so Katastrophe bei MAC. Okay. Sieht der heftig aus, aber wir können ihn trotzdem swatchen. Ich nehme mal, oh, der ist super weich im Auftrag. Ich mag das so gerne. Essence ist auch toll. Ne, ist es auch, absolut. Auf meinem Kanal hast du gewonnen irgendwie. Aha, okay, du findest also den besser im Highlight. Ja. Ich find Soft. Was? Guck mal, wie der highlightet. Der glitzert voll, meiner Schimmer. Okay, sie hat absolut recht. Also Soft & Gentle glitzert auch wirklich sehr, sehr viel mehr. Ja. Aber ich finde, der ist schon, das ist doch schon mega matt für einen Highlighter, oder? Das ist voll gut. Oder wenn man die beiden mischt. Oh, weil, das Baby ist schön. Ja, das Baby ist sehr schön. Soft & Gentle hat so ein bisschen gröbere Glitzerpartikel. Ja, und Essence hat eher so feinen Schimmer. Bei Soft & Gentle ist auch im Auftrag so, dass man da nochmal verblenden muss, weil die Glitzerpartikel einem auf den Wangenknochen liegen. Wirklich. Echt? Mhm. Okay. Ja. Also Pure Nude von Essence trage ich jeden Tag eigentlich. Mhm. Und da sind keine groben Glitzerpartikel irgendwie, aber einfach nur ein leichter Glow. Schön, okay. Okay, da sind wir uns vielleicht nicht ganz so einig. Okay, wieder ein Punkt, okay. Ja. Dann geht's weiter mit dem Banana Ben Nye Powder. Das ist das Puder, was wohl Kardashians verwenden, beziehungsweise der Make-up-Artist. Ja, ich mag das nicht so gerne, weil es zu gelb ist, aber viele mischen das mit Babypuder. Trotzdem ist es ein sehr teures Produkt. Und ein Banana Puder. Sehr gelb. Wir blenden es euch ein. 30, 40 Euro irgendwie? Okay. Mhm. Ich habe hier von V7 Banana Dreams. Mhm. Und es liegt ja quasi schon nahe, dass das ein Tube sein könnte. Mhm. Und der kostet irgendwie, ich glaube, 4 Euro so um den Dreh. Und ist meine nicht ganz so gelb. Ja, genau, glaube ich auch. Das ist, glaube ich, auch viel besser, weil der ist so gelb und der dunkelt so stark nach unter den Augen. Ich werde einfach das hier daneben kippen. Hallo? Ja. Okay, es ist trotzdem, sieht trotzdem ziemlich gleich aus, ne? Ja, der ist jetzt schon viel gelber, finde ich. Trotzdem viel pigmentierter, aber trotzdem. Ich glaube, ich würde eher deins kaufen als meins, weil der nicht zu sehr gelb ist und auch nicht zu sehr pigmentiert ist. Ja. Weil ihr möchtet ja auch nicht so krass pigmentierten Puder dann drauf haben. Es soll nur leicht sein. Und deswegen, ich bin auch für V7. Also ich würde sagen, meine Kategorie hat gewonnen.
Ich habe den noch nie in der Hand gehabt, den Kylie Jenner Lipstick. Das ist der von Sandy. Aber wir werden trotzdem... Ich habe auch mal ein High-End-Produkt. Ja. Wir werden trotzdem den mit dem Dragon Dupe. Das ist auf jeden Fall ein Dupe vom Packaging schon mal. Jetzt sind wir gespannt, ob die Farbe auch gleich ist. Der kostet 2,49 meine ich. Und der von Kylie Jenner 18, 19? Ja, ich glaube so. Genau. Nur? Ich dachte sogar mehr. Okay. Vielleicht auch mehr. Mhm. Okay. War der Lip Liner auch dabei? Ja, Lip Liner war da auch dabei bei Kylie. Mhm. Bei dem hier war kein Lip Liner dabei. What? Der riecht nach Vanille, Schokolade. Ja. Und deine? Beide. Gleich. Also der Duft ist gleich. Oh mein Gott, die Farbe ist so gleich. Was ist das für ein Ton? Teddy. Von Kylie und 07 von Dragon. Aber wir werden euch alle Produkte auch nochmal verlinken. Oh mein Gott, ich würde mir den auf jeden Fall kaufen. Das sieht so gut aus. Krass. Hammer, Wahnsinn. Okay, das waren jetzt die 4 Dupes. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr findet, welches Produkt besser war. Und ich bedanke mich bei Tara, dass ihr zu Gast auf meinem Kanal war. Ich danke. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut unbedingt bei Tara vorbei. Ihren Kanal und auch das Video verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.